Jetzt ist diese Vierschanzentournee ja wirklich was für Zahlenfetischisten. Die 60. dann 10 Jahre nach dem Grand Slam von Sven Hannawald. Sie haben ja eben auch gesagt, hier die Oberstdorf-Schanze liegt ihm. Wie groß sehen Sie denn die Möglichkeiten, also da auch morgen mit einem ordentlichen Satz nach vorne wirklich angreifen zu können und tatsächlich dann auch im Gesamtklassement mitzumischen? Ja, das glaube ich, im Vorhinein zu sagen, dass man den Gesamtsieg holt oder dass man da angreift, das ist ziemlich müßig, weil man sieht in jedem Springen, das bis jetzt war, dass es teilweise schnell geht, entweder nach vorne oder nach hinten. Und deswegen muss man auch, wenn es die Tournee ist und auch wenn sicher die Stimmung anders ist und auch der Wertungsmodus, muss man, glaube ich, einfach jedes Springen für sich nehmen und jeden Sprung für sich und da versuchen, dass man sein Bestes gibt. Und die Ergebnisliste spuckt dann sowieso der Drucker aus. Da kann man nur seine Leistungen dazu beitragen. Und wie gesagt, wie sich es entwickelt, da muss man erstmal die Tournee sich selber entwickeln lassen. Und da dann irgendwann vielleicht mal irgendwo anfangen mit Schielen.